Ciao, ciao, meine Freunde, oder sagen wir mal so, Buonasera, Buonasera zur Live-Reaction auf meinem Kanal. Ja, die Aufstellung ist raus. Viele packen sich jetzt am Kopf und machen so. Ja, ganz schnell, im Tor, Fährmann, war klar. Dreierkette, Murkin, Kaminski und Kalasch. Dann auf rechts und links die Schienen, Matriciani rechts wieder, Obiang links. Sechser, Tempelmann und Schallenberg. Ja, Schallenberg wieder. Ja, und Drexler hinter den Spitzen, Karaman und Lasme. Ja, ich mache schon jetzt so. Ich habe schon jetzt Angst. Ich sage euch das wirklich Angst. Ich habe ja im Vorbericht ja auch gesagt, wenn ich die drei Spieler sehe, die wieder spielen, kriege ich Kopfschmerzen. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Wie gesagt, ich ahne Böses. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ich richtig liege. Ich hoffe, ich lieg so falsch. Ich hoffe, dass ich falsch liege. Dann ist am besten, ja, nicht hinlegen, hier schlafen. Nein, nein, liege im meine voraussichtliche Niederlage mit 3-4-1 oder 3-4-0, weil diese drei Spieler spielen und wurde wieder nichts geändert in der Formation. Ich hoffe, ich liege falsch. Aber wir drücken trotzdem die Daumen unserem Blauen. Klar, wir hoffen auf einen Sieg. Ein Punkt, mit einem Punkt wäre ich mega zufrieden. Drei Punkte feiere ich. Okay, dann sage ich mal jetzt viel, viel Spaß bei der Live-Reaction. Ist voll das Spiel, du stehst, du läufst nur hinterher. Machst gar nichts für das Spiel. Nichts, nur auf Konter. Irgendwann macht das 1-0. Ja, da ist er. Was habe ich dir gesagt? Was hab ich dir jetzt gerade gesagt? Habt ihr das gesehen? 12. Minute, wir gucken nur zu, wie die spielen. Wir stehen nur, wir stehen nur rum. Was war der Plan von Karel? Karel, was ist dein Plan? Nur zugucken, wie die das Spiel machen und wir bleiben hinten und greifen gar nicht an? Klar, ich hab's gesagt, die Aufstellung gesehen. Hab mir nur gedacht, hab ich nur so gemacht bei der Aufstellung. Pah, pah. Ich habe euch doch gesagt, das wird eine richtige Klatsche geben. Aber okay, warte mal. 12. Minute, 1-0 Düsseldorf. Verdiente, verdiente Führung. Hantel! Ey! Wir werden immer verpissen! Hey, das ist klar, Elfmeter. Ey, bitte. Ey, Türkei hat das. Entschuldigung, die Türken haben damals im Länderspiel Elfmeter gekriegt und wir kriegen keinen Elfmeter? Da meldet sich wieder keiner? Klasse. Super, mach weiter so. Ich sag ja, diese Regel, Handelfmeter, so eine Scheiße. Türkei, Deutschland. Genau die gleiche Hand! Genau das gleiche! Da wird Elfmeter geben! Also, Entschuldigung, es spielt Schalke! Da bitte kein Elfmeter geben, okay? Da bitte kein Elfmeter geben, weil Schalke spielt. Ne? Hast du verstanden? Bei Schalke bitte kein Elfmeter geben, okay? Und so ist das! Aber ich sag lieber nichts mehr dazu über den VAR. Die kontrollieren gerade den. Wo denn? Im Schalke! Dass das nicht diskutiert wird, angesehen wird. Stattdessen zwei. Ja, zwei. Das Spiel ist schon gelaufen. 19. Minute 2-0 Düsseldorf. Und wir kriegen einen klaren Elfmeter nicht. Ganz klaren Elfmeter nicht. Spiel ist gelaufen. Jetzt kriegst du eine fette, fette Klatsche. Ist ja nicht jetzt, weil wir durch den Elfmeter jetzt das Spiel anders gestaltet hätten. Nein. Aber die Regel macht keinen Spaß. Und hier unsere Abwehrdefensive, guck dir mal an. Kaminski, wie stehst du, Kaminski? Er steht im Weg. Eigentlich dürfte er das Tor jetzt auch nicht geben. In Köln erinnere ich mich nur, Sichthinderung des Torwarts hat der Salazar damals das Tor nicht gegeben. Wenn er jetzt das Tor gibt, was soll ich da sagen? Ich glaube, der hat sogar berührt. Ja, da wird er das Tor geben, glaubt mir, das Tor wird gezählt.
Das Tor wird gegeben. Warte ab, guck. Geht mal, komm, komm, geht mal. Das Tor wird geben. Elfmeter nicht gekriegt, das Tor werden die jetzt geben, weil, wenn du nach den Regeln gehst, ich sag ja die Regeln, darf er das Tor nicht geben. Der Wechsel, wieder um. Was hab ich dir gesagt? Ich hab einen Zocker gewettet. So, ich reg mich heute gar nicht auf. Ich hab euch das doch gesagt. Feiert mal den Trainer, feiert alle den Trainer. Und zu mir sagt er, ich soll die Fresse halten wegen dem Trainer? Lässt immer diese Chaoten spielen, immer die gleichen, immer die gleichen. Und ich sag noch, wenn er wieder die Spieler spielen lässt im Vorbericht, kriegen wir eine Klatsche. Komm, wie die da hochgehen. Komm, komm. Mit drei Mann decken sie die Linie ab, am Tor. Guck mal, mit drei Mann, als auf die Spieler drauf zu gehen. Mit drei Mann decken sie die Linie ab. Schön. Guck mal. Da geht keiner drauf. Nein, wir warten, wir bleiben auf der Linie. Aber haut ab, ehrlich. Nimm den Trainer direkt mit. Und labert mich bitte nicht voll über den Trainer. Hat auch keinen Plan für mich, keinen Plan. Spielen immer die gleichen Spieler, immer. Das sind, die haben wirklich Flasche leer, wie Trapattoni sagt, Flasche leer. Ja, normal, den Neuro sagt, kann man nicht erklären. Ich kann euch das erklären. Der Trainer lässt immer die gleichen Flaschen spielen. Fertig. Mann. 26. Minute steht 3-0. Und ich hab das noch gesagt, spielen diese Spieler, kriegen wir auf die Fresse. Trotzdem rege ich mich auf. Ich eigentlich brauche ich mich gar nicht aufregen. Aber trotzdem mache ich das. Kaminski! 3-1. 3-1. Wer schießt das Tor? Kaminski. 3-1 in der 56. Minute. Geht da was? Geht da was? Warten wir mal ab. Die erste richtige Torchance wird zum Tor. Boah, ich frag mich. Abgefällt, aber ist egal, Tor ist Tor. Egal, der wäre auch links gekommen. Boah, guck, der 4-1. 4-1. Boah, hat der die vernascht. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, Matriciano, unsere Defensive? Boah, sind die schlecht. Katastrophe. Eine Katastrophe. Guck dir das mal. Guck mal, haben sie uns kommen lassen? Guck mal. Ganz schnell. Und jetzt guck mal. Der geht rein, der guckt zu. Ach du Scheiße. Wie schlecht. So was Schlechtes habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So, wie kann man so schlecht verteidigen? Oh, 4-2. Kalas, unsere Abwehrspieler machen Tore. Erst Kaminski, jetzt Kalas. Ey, dann sollen die Abwehrspieler lieber im Sturm spielen und die Stürmer lieber in der Abwehr. Ja, vielleicht hilft das was. Also, du kannst das sowieso nicht. Ey, boah! 4-3, Lasme! Ey, Déjà-vu! Vor 6 Jahren gegen Dortmund lagen wir auch 4-0 zurück. Jetzt nur noch 4-3. Déjà-vu! Wie schnell sich das ändern kann. Was macht der Lasme? Kein Abseits. Oh, jetzt wie gegen Dortmund, bitte. Wie gegen Dortmund damals, der Kopfball dort zum 4-4. Komm, Junge. Aber es ist eine Ecke, ne? Ja, durch die Ecke haben wir das 4-4 gemacht damals, Nachspielzeit. Damals konnten wir Ecken. So, und jetzt rein ins... Da muss ich mal nicht zustimmen. Moor übernimmt den Eckstoß. Der kommt flach, aber kommt doch aufs Tor. Das war gefährlich. Wieder eine Ecke. Und es gibt doch... Komm, mach das 4-4, komm, Kopfballtor. Komm, wo ist der Naldo? Komm, Kalas, mach den Naldo. Wieder, renn, hol dir den Ball, Körper vom Kaminski, bist du langsam, Alter.
Hoffnung war da, aber... Die Fortuna zieht das